ist schon an. Okay. Und ja, der Regen ist jetzt auch erstmal wieder weg. Also ihr könnt ruhig alle aus den Zelten kriechen. Entschuldigung, die Stimme leidet immer ein bisschen, wenn ich am Herzberg bin, weil ich so viel reden muss. Ja, also okay. Also das war DRH, was ihr vorhin gesehen habt. Und ich habe natürlich, ja, da sind sie nochmal, die Jungs. Und ich habe natürlich ganz vergessen, die spielen ja im Oktober beim Freakshow-Festival in Würzburg. Also wer jetzt der Meinung war, dass er sich das nochmal antun soll und auch haufenweise Zeug, was so ähnlich ist, der kann sich dann gerne bei mir melden und er kriegt dann Informationen über das Festival. Wir brauchen ganz, ganz viele Leute diesmal, sonst gibt es wahrscheinlich keins mehr. Aber ist egal, meldet euch mal. Also das war DRH aus Frankreich, aus Lyon. Und eigentlich hätten sie mit ihren Landsleuten von Shelter, mit denen sie auch schon mal eine kleine Tour in Deutschland gemacht haben, hier sein sollen. Aber da gab es zu viel verlockende Angebote für die Musiker. Und der Drummer muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Also mussten sie relativ kurzfristig absagen. Aber Gott sei Dank hat sich eine andere Band aus der Szene gefunden und sofort bereit erklärt. Die waren nämlich auch schon mal hier und waren so begeistert von diesem Festival, dass sie gesagt haben, ja, wir sind dabei, auch wenn wir dir was zahlen müssen. Dann habe ich gesagt, nee, ihr kriegt schon ein bisschen Gage, das ist schon okay, muss jetzt nicht so viel sein. Und ihr kriegt auch was zu essen und zu trinken und könnt im Matsch rumlaufen. Ja, genau. Und deshalb freue ich mich jetzt also ganz tierisch, euch zum zweiten Mal hier in der Freakshow-Reihe die Schweizer Freunde von Es Ürügülü zu präsentieren. Viel Spaß, danke.
Dankeschön, Dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Okay. Wir sind als Uruguay. Wir spielen heute populäre Tanzmusik für euch. Ihr dürft aus den Löchern gekrochen kommen und euch durch den Schlamm wälzen. Das ist jetzt der seltsame und peinliche Moment, wo ich rede, um die Zeit zu überbrücken, um ein technisches Problem zu lösen. Gut, dass uns hier keiner kennt. Oh nein! Das gehört zum Programm. Okay, kann das sein, dass hier aus den Monitoren was rauskommt? Weil mich das zutiefst irritiert, wenn ich mich höre. Ist da was raus? Muss das so sein? Kannst du mal die Monitore ausmachen, bitte? Das hören wir von hier vorne. So laut. Heutige Technik ist Wahnsinn. Jetzt muss ich aber die Gitarre stimmen. Mann, ein Witz. Wir stimmen doch keine Gitarren hier. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. Wir sind sehr dankbar. Dankbar für diesen Moment. Moment. Moment mal.
thank you very much. Thank you very, very, very much. Muss man was trinken, wenn es so heiß ist, solltet ihr alle was trinken. Sonst so alles gut? Okay? Gut? Wirklich? Seid ihr sicher? Two, three, four.
Dankeschön. Wow. Thank you.
Dankeschön, Dankeschön. Puh. Das ist
very much. Thank you very much. Wow. Thank you.
Ah, lassen wir? Haben wir überzogen? Überzieht? Übergezieht? Wir haben übergezieht. Wir haben keine Zeit. Wir müssen gehen. Wir müssen mal kacken. Okay, das war's gewesen mit der Ankündigung der Zugabe. Und los geht's. Wiedersehen. Also gut. Also gut. Blutrache? Thank you.
Dankeschön. Es war fantastisch. Danke vielmals, Charlie. Wir sehen uns in 6 Jahren. Danke, danke. Es ist sehr, sehr freundlich. Es ist wirklich sehr, sehr freundlich. Ja, das war das, nee, nicht das vorletzte, das drittvorletzte Konzert für rockradio.de von der Freakstage Herzberg 2023. Özürügüli aus der Schweiz. Wir haben jetzt eine längere Pause. Achso, Wuschel schreibt noch cool, Band ist klasse. Ja, fand ich auch. Sehr abwechslungsreich, kurzweilig und ins Ohr. Wir melden uns dann wieder 18.45 Uhr mit The Magic Mumble Jungle. Und dann um 21 Uhr geht es weiter nochmal mit Henge, Kinder, Jugendliche, Teenager, Frauen, Männer und alle. Dazwischen aufgepasst, das Raumschiff Henge landet am Sonntagnachmittag. Na, ist schon ein bisschen später auf dem Hippie-Planeten Herzberg und abends spielen sie, achso, eine Show auf der Freakstage. Okay. Und was schreiben Sie noch dazu zur Musik an Bord? Die Passagiere Spurgo Grognom. Sie kommen uns, um den Menschen Musik zu bescheren. Lassen wir uns überraschen wieder mal. Und um 23 Uhr dann die letzte Band. Slow Mosa. Auf dem Albumcover trampelt ein Kamel vor der Slow Mosa Pyramide. Legt man es auf die Boxen, zieht ein Grollen auf, eine ganze Horde Kamele, ein Sandsturm und es wird heiß. Pur Desert Rock, also zum Abschluss hier auf rockradio.de. Ich werde jetzt wieder mal an den Sendeknecht übergeben und wenn ihr wollt, hört ihr uns wieder um 18.45 Uhr. Das sind 16, 17, 18, 3 Stunden, wenn meine Finger jetzt richtig mitgezählt haben. Dann macht irgendwas draus, hört weiter Rockradio oder macht euch einen Salat oder ich weiß ja nicht, was ihr sonst so die ganze Zeit macht. Ansonsten haben wir auch einen Chat geschaltet. Ihr könnt ja gerne mal reinkommen und uns mitteilen, was ihr so nebenbei beim Hören macht. Das ist ja für uns auch mal lustig zu hören. Ob ihr gerade Wäsche zusammenlegt oder aus dem Trockner nehmt oder abwascht oder gerade einen Salat macht oder gerade entspannt auf dem Balkon sitzt oder. Okay, wie dem auch sei, hier erstmal wieder der Sendeknecht. Achso, ich will noch darauf hinweisen. Ja, unsere nächste Live-Übertragung. Ja, Mensch, nee. Bisschen.